Warum fallen so viele Menschen immer wieder in die gleiche Falle einer toxischen Beziehung? Toxische Beziehungen fangen oft unsichtbar an. Sie wirken harmlos, sogar anziehend. Doch die Wahrheit liegt unter der Oberfläche. Nach dem Hörbuch wirst du sofort erkennen, welche Manipulationstechniken von Manipulatoren genutzt werden, um dich in ein Netz aus emotionaler Abhängigkeit zu ziehen. Du wirst verstehen, warum es so schwer ist, sich daraus zu befreien, und was du tun kannst, um das zu verhindern. Willkommen bei Dunkle Psychologie, dein Kanal, der dich in die dunkle Welt der menschlichen Psyche entführt. Abonniere jetzt, aktiviere die Glocke und beginne deine Reise zu tieferem Verständnis und persönlicher Stärke. Hinterlasse uns auch gerne ein Feedback oder ein Kommentar, um unseren Kanal zu unterstützen. Danke. Kapitel 1. Der erste Köder, Scham und Aufmerksamkeit. Es beginnt immer mit dem Gefühl, jemand Besonderes zu sein. Der Manipulator versteht es meisterhaft, dich auf eine Weise zu umgarnen, wie du es zuvor selten erlebt hast. Plötzlich scheint alles perfekt: die Aufmerksamkeit, die Gespräche, die Komplimente. Du fühlst dich wertgeschätzt, vielleicht sogar verehrt. Doch dieser Charme hat einen doppelten Boden. Was sich anfangs wie echte Zuneigung anfühlt, ist oft nichts weiter als eine geschickte Manipulationstaktik. Die perfekte Phase, auch als Love-Bombing bekannt, ist nicht zufällig. Sie dient einem einzigen Zweck: dein Vertrauen zu gewinnen und dich emotional zu binden. In dieser Phase wirst du regelrecht mit Zuneigung überflutet. Du beginnst zu glauben, dass du die ideale Beziehung gefunden hast. Doch tief in den Schatten lauert bereits die Manipulation. Was anfangs so überwältigend positiv erscheint, dient dazu, deine Wachsamkeit zu senken. Doch wie merkst du, dass etwas nicht stimmt? Oft sind es die subtilen Anzeichen. Vielleicht geht alles zu schnell. Dein Gegenüber will sofort, dass du ihm vertraust, dass ihr Pläne schmiedet, als wärt ihr schon seit Jahren zusammen. Es gibt kaum Raum für Zweifel, denn Zweifel haben keinen Platz in der Perfektion, die dir vorgegaukelt wird. Aber Vorsicht! Der Charme eines Manipulators ist kein Zeichen von echter Liebe. Er ist ein Werkzeug, um dich in die unsichtbare Falle zu locken. Die Aufmerksamkeit, die du anfangs erhältst, ist kalkuliert. Sie dient dazu, dich abhängig zu machen, damit du später bereit bist, immer mehr zu geben, wenn die Hochphasen seltener werden. In diesem Spiel der Manipulation bist du nie der einzige Akteur. Der Manipulator hat die Kontrolle über das Skript. Doch je schneller du verstehst, dass der Charme nur eine Fassade ist, desto früher kannst du dich davor schützen, in die Tiefe gezogen zu werden. Erinnere dich: wer dich wirklich liebt, muss dich nicht mit übertriebener Aufmerksamkeit gewinnen. Wahre Zuneigung entsteht nicht über Nacht. Sie wächst, ohne manipuliert zu werden. Kapitel 2: Gaslighting – wenn deine Realität in Frage gestellt wird. Du siehst es klar vor dir, doch plötzlich wirkt alles anders. Was eben noch selbstverständlich war, wird in Frage gestellt. Du fragst dich: war es wirklich so? Oder hast du dich getäuscht? Genau hier beginnt die subtile Manipulation des Gaslighting. Ein gefährliches Werkzeug, das die Realität verzerrt und deine Wahrnehmung bricht. Stück für Stück zweifelst du an dir selbst. Gaslighting ist perfide. Es beginnt unscheinbar, vielleicht mit einem harmlosen Kommentar: du übertreibst doch nur. Es folgt das ständige Abtun deiner Gefühle, die Manipulation deiner Erinnerungen. Dinge, die du klar erlebt hast, werden verdreht dargestellt. Der Manipulator behauptet, du erinnerst dich falsch, du interpretierst zu viel hinein. Diese ständige Zermürbung führt dazu, dass du deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertraust. Ein typisches Zeichen von Gaslighting ist, dass du dich häufig fragst, ob du verrückt wirst. Deine Gefühle werden als irrational abgetan, deine Gedanken als übertrieben dargestellt. Das eigentliche Ziel? Dich zu destabilisieren und dich abhängig zu machen von der Sicht des Manipulators. Wenn du deiner eigenen Realität nicht mehr glaubst, wirst du die Sichtweise deines Gegenübers übernehmen. Und genau das will der Manipulator. Gaslighting ist nicht laut. Es ist leise, subtil und wirkt tief. Es ist ein langsamer Prozess, der oft so gut getarnt ist,
dass du erst spät erkennst, was vor sich geht. Der Manipulator stellt sich dabei oft als der rationale, vernünftige Teil dar, während du immer mehr an dir zweifelst. Doch diese scheinbare Vernunft ist eine Illusion, ein Instrument der Kontrolle. Es gibt einen Weg, dich aus dem Griff des Gaslighting zu befreien. Vertraue wieder auf dich selbst. Stelle deine Realität nicht in Frage. Suche nach Beweisen, nach Ankern in deiner Wahrnehmung. Sprich mit Menschen, denen du vertraust, und erhalte ihre Sicht auf die Dinge. Du wirst merken, dass du nicht allein bist und deine Wahrnehmung klarer ist, als dir eingeredet wird. Manipulation kann dich in die Irre führen, aber dein innerer Kompass kennt die Wahrheit. Befreie dich aus den Fesseln der Verdrehung und nimm dein Selbstvertrauen zurück. Kapitel 3: Die schleichende Isolation. Warum du dich immer mehr zurückziehst. Zuerst ist alles in Ordnung. Deine Freunde und Familie stehen dir nah, ihr lacht, teilt Erlebnisse. Doch nach und nach verändert sich etwas. Du merkst es kaum, doch plötzlich stehst du allein. Die schleichende Isolation hat begonnen. Sie kommt nicht abrupt, sondern leise, fast unsichtbar. Und das macht sie so gefährlich. Manipulatoren nutzen Isolation als mächtiges Werkzeug, um ihre Kontrolle zu festigen. Anfangs sind es scheinbar harmlose Bemerkungen. Verstehst du nicht, dass deine Freunde dich ausnutzen? Oder deine Familie mischt sich viel zu sehr ein. Du beginnst, deine sozialen Kontakte zu hinterfragen, zweifelst an deren Loyalität. Vielleicht schaffst du es noch, die ersten Zweifel zu ignorieren, doch sie setzen sich in deinem Kopf fest. Langsam und unerbittlich werden deine Beziehungen zersetzt. Manipulatoren isolieren ihre Opfer nicht mit Gewalt, sondern durch das Säen von Misstrauen. Du ziehst dich zurück, nicht weil du es willst, sondern weil du glaubst, es sei das Beste. Einem toxischen Partner ist es wichtig, dass du nur noch auf ihn vertraust. Du wirst emotional abhängig, weil dir die vertrauten Stimmen fehlen, die dich warnen könnten. Isolation verstärkt die Macht des Manipulators, denn ohne dein soziales Netz wird es immer schwieriger, aus der toxischen Beziehung auszubrechen. Du fühlst dich gefangen, vielleicht sogar wertlos, und glaubst, dass nur der Manipulator dich wirklich versteht. Doch genau hier liegt die Täuschung. Der Rückzug aus deinem Umfeld ist kein Zeichen dafür, dass dein Partner recht hat. Es ist ein Zeichen seiner Kontrolle. Aber Isolation muss nicht das Ende sein. Erkenne, dass du niemals wirklich allein bist. Deine Familie und Freunde warten darauf, dir beizustehen. Du musst den Mut aufbringen, die Hand auszustrecken. Es ist nicht leicht, die Mauern der Isolation zu durchbrechen, doch der erste Schritt liegt in der Erkenntnis. Isolation ist eine Waffe der Manipulation. Lass sie dir nicht die Freiheit nehmen. Die Rückkehr in dein soziales Netz mag schwierig sein, doch sie ist der Schlüssel, um der Kontrolle eines Manipulators zu entkommen. Jeder Schritt zurück zu den Menschen, die dir wirklich wichtig sind, ist ein Schritt in deine Freiheit. Kapitel 4: Schuld und Scham – die emotionale Kontrolle. Schuld ist eine der mächtigsten Waffen in den Händen eines Manipulators. Sie kriecht leise in dein Bewusstsein, bis sie jeden deiner Gedanken beherrscht. Ein falsches Wort, eine kleine Unachtsamkeit und plötzlich bist du der Schuldige. Der Manipulator versteht es, dir das Gefühl zu geben, du seist verantwortlich für jeden Fehler, jedes Unglück, das zwischen euch passiert. Diese Schuldgefühle sind nicht zufällig, sie werden gezielt erzeugt, um dich zu kontrollieren. Du bist ständig auf der Suche nach Vergebung, obwohl du nicht einmal genau weißt, wofür du dich entschuldigen sollst. Der Manipulator nutzt deine Unsicherheit, spielt mit deinem Wunsch, es immer allen recht zu machen. Und so wirst du gefügig. Denn wer sich schuldig fühlt, sucht nach Wegen, sich zu bessern. Du beginnst, dich selbst in Frage zu stellen, glaubst, du müsstest dich noch mehr anstrengen, um die Beziehung zu retten. Doch die Schuld allein reicht nicht aus. Es ist die Scham, die dich innerlich zermürbt. Du schämst dich, weil du das Gefühl hast, nie genug zu sein. Du schämst dich für deine vermeintlichen Fehler, für deine Schwächen. Diese Scham wird zur unsichtbaren Kette, die dich immer tiefer in die Beziehung zieht. Sie raubt dir das Selbstvertrauen,
isoliert dich emotional und verhindert, dass du dich wehrst. Die Kontrolle durch Schuld und Scham ist perfide, denn sie fühlt sich oft wie deine eigene Verantwortung an. Doch in Wirklichkeit ist es der Manipulator, der diese Gefühle in dir verstärkt, um dich zu kontrollieren. Du wirst in einem Kreislauf aus Selbstzweifeln gefangen, während der Manipulator seine Macht über dich immer weiter ausbaut. Doch du kannst dich befreien. Der erste Schritt ist, diese Mechanismen zu erkennen. Verstehe, dass niemand das Recht hat, dich ständig schuldig oder beschämt zu fühlen. Du bist mehr als die Fehler, die dir eingeredet werden. Schuld und Scham sind nur Werkzeuge, um dich zu kontrollieren. Aber du kannst lernen, sie loszulassen. Finde zurück zu deinem Selbstwert. Erkenne, dass du nicht verantwortlich bist für die emotionalen Spiele eines anderen. Niemand darf dich klein halten, indem er deine Unsicherheiten nutzt. Kapitel 5: Co-Abhängigkeit, der unsichtbare Faden. Du weißt, dass es dir schadet. Du spürst die emotionalen Wunden, die diese Beziehung hinterlässt. Doch trotz allem kannst du dich nicht lösen. Hier zeigt sich die zerstörerische Macht der Co-Abhängigkeit. Co-Abhängigkeit ist der unsichtbare Faden, der dich mit deinem toxischen Partner verbindet, obwohl du längst weißt, dass es keine gesunde Beziehung ist. In einer co-abhängigen Beziehung entsteht eine Dynamik, die beide Seiten festhält. Du gibst immer mehr, opferst dich emotional auf, in der Hoffnung, die Beziehung zu retten. Doch egal, wie viel du investierst, es reicht nie. Dein Partner hält dich emotional gefangen, indem er dich glauben lässt, dass nur du die Situation verbessern kannst. Es wird zu einem Teufelskreis, bei dem du nicht mehr unterscheiden kannst, ob deine Gefühle wirklich Liebe sind oder pure Abhängigkeit. Der toxische Partner nährt sich an deiner Hingabe, während du immer tiefer in die Rolle des Retters oder der Retterin schlüpfst. Du glaubst, dass du die einzige Person bist, die ihm helfen kann, sich zu ändern. Doch das ist die Illusion der Co-Abhängigkeit. Der Wunsch, gebraucht zu werden, lässt dich die Kontrolle verlieren. Häufig entsteht diese Abhängigkeit nicht über Nacht, sondern wächst langsam. Zuerst siehst du die Probleme in der Beziehung, doch du redest sie klein. Du glaubst, mit genug Liebe und Geduld könntest du alles richten. Aber je mehr du dich anstrengst, desto größer wird das Ungleichgewicht. Der Manipulator versteht es, deine Fürsorglichkeit zu nutzen, um dich noch stärker zu binden. Die Wahrheit ist, niemand kann einen anderen Menschen verändern, der nicht bereit dazu ist. Co-Abhängigkeit ist keine Liebe, sie ist das Symptom einer gestörten Beziehung, in der deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen aufgegeben werden. Der Weg aus der Co-Abhängigkeit beginnt damit, dich selbst wieder an erste Stelle zu setzen. Lerne, deine eigenen Grenzen zu erkennen und zu schützen. Vertraue darauf, dass du ohne diese toxische Verbindung stärker bist. Es mag schmerzhaft sein, die Co-Abhängigkeit zu durchbrechen, doch es ist der einzige Weg, um wieder Kontrolle über dein eigenes Leben zu gewinnen. Kapitel 6: Der Kreislauf von Hochs und Tiefs. Warum du immer wieder zurückkehrst. In einer toxischen Beziehung gibt es kaum Ruhe. Die ständigen Wechsel zwischen intensiver Nähe und schmerzhafter Distanz halten dich gefangen. Diese emotionalen Achterbahnen machen es so schwer, loszulassen. Es ist wie ein Sog. Die Tiefen sind zerstörerisch, aber die Hochphasen lassen dich glauben, es gäbe noch Hoffnung. Dieses Muster ist kein Zufall, sondern Teil der Manipulation. Nach einem heftigen Streit folgt oft eine Phase der Versöhnung. Dein Partner entschuldigt sich vielleicht, zeigt Reue oder gibt dir das Gefühl, dass sich alles wieder zum Guten wenden könnte. Diese Momente des Friedens und der scheinbaren Liebe sind wie ein emotionaler Höhenflug. Doch genau wie eine Droge hält dich diese temporäre Erleichterung in der Abhängigkeit. Du vergisst für einen Moment den Schmerz und klammerst dich an die Hoffnung, dass alles doch noch gut wird. Doch es dauert nicht lange, bis der nächste Absturz folgt. Die Dynamik aus Liebe und Schmerz, aus Nähe und Kälte hält dich gefangen. Der Manipulator weiß genau, wie er deine Emotionen steuern muss, um dich in diesem Kreislauf zu halten. Denn jedes Mal, wenn du an die Grenzen deiner Belastbarkeit kommst, gibt es wieder einen Funken Hoffnung, der dich davon abhält, die Beziehung endgültig zu verlassen. Was dich in dieser toxischen Spirale hält,
ist die Sehnsucht nach den guten Zeiten. Du erinnerst dich an die schönen Momente, an das, was einmal war oder was du dir erhoffst. Doch in Wahrheit ist dieser Wechsel zwischen Hochs und Tiefs eine gezielte Strategie, um dich emotional abhängig zu machen. Der Ausweg aus diesem Kreislauf ist schwer, aber möglich. Du musst erkennen, dass diese Hochs keine echten Zeichen von Liebe oder Veränderung sind. Sie sind nur Werkzeuge, um dich zu halten, um die Kontrolle über deine Gefühle nicht zu verlieren. Sobald du begreifst, dass diese emotionalen Extreme dich gefangen halten, kannst du beginnen, dich davon zu lösen. Es ist der stetige Wechsel zwischen Schmerz und Glück, der dich an die toxische Beziehung bindet. Doch echte Liebe kennt keine solchen Extreme. Sie ist konstant, ohne Manipulation oder Zerstörung. Kapitel 7: Befreiung – Der Weg aus der unsichtbaren Falle. Es gibt einen Punkt, an dem du weißt, dass du gehen musst. Nach all den emotionalen Aufs und Abs, nach dem ständigen Zweifeln und dem schmerzhaften Verdrängen, kommt der Moment, in dem du deine Freiheit zurückerlangen willst. Doch der Weg hinaus aus einer toxischen Beziehung ist selten einfach. Er ist wie der Gang durch einen dunklen Tunnel, bedrohlich, verwirrend, aber mit einem Licht am Ende, das dir Hoffnung gibt. Die Befreiung beginnt mit der Erkenntnis, dass du nicht länger gefangen bleiben musst. Dein Wert wird nicht durch die Beziehung definiert, sondern durch dich selbst. Doch oft hält die Angst vor dem Ungewissen viele Menschen zurück. Sie fürchten die Einsamkeit oder das Gefühl, gescheitert zu sein. Diese Ängste sind real, aber sie dürfen dich nicht davon abhalten, den Schritt in die Freiheit zu wagen. Ein wichtiger Teil des Ausbruchs ist das Zurückgewinnen deiner Kontrolle. Du musst lernen, Nein zu sagen. Nein zu Manipulation, Nein zu emotionaler Erpressung und Nein zu der Illusion, dass du in dieser Beziehung bleiben musst. Diese neue Grenze wird der erste Schritt sein, um dich von der emotionalen Abhängigkeit zu lösen. Es ist auch entscheidend, wieder ein Unterstützungsnetzwerk aufzubauen. Freunde, Familie oder professionelle Hilfe. Menschen, die dir helfen, dich zu stabilisieren, deine innere Stärke zu finden und dich daran erinnern, wer du wirklich bist. Denn der Manipulator hat nicht nur deine Beziehung kontrolliert, sondern oft auch dein Selbstbild verzerrt. Die Reise hinaus mag lang sein, aber mit jedem Schritt wirst du spüren, wie die Last von dir abfällt. Du wirst lernen, dass Heilung möglich ist, dass deine Wunden mit der Zeit heilen werden. Der Schmerz wird verblassen und an seiner Stelle wird ein neues Gefühl wachsen, das Gefühl, wieder du selbst zu sein. Die Befreiung aus einer toxischen Beziehung ist ein Akt des Mutes. Doch du bist stärker, als du glaubst. Das Licht am Ende des Tunnels ist real und es wartet nur darauf, dass du den ersten Schritt wagst. Schlussgedanken. Jeder Schritt hinaus aus einer toxischen Beziehung erfordert Mut. Doch am Ende dieser Reise wartet nicht nur Freiheit, sondern auch die Erkenntnis, dass du dich selbst wiedergefunden hast. Manipulation, Schuld und Scham sind mächtige Werkzeuge, aber du bist stärker. Du hast gelernt, die unsichtbaren Fäden zu durchtrennen, die dich gehalten haben, und bist bereit, ein neues Kapitel zu beginnen. Erinnere dich, wahre Freiheit liegt darin zu erkennen, dass du die Kontrolle über dein eigenes Leben hast. Du kannst jederzeit wählen, welche Verbindungen du pflegst und welche du hinter dir lässt. Abonniere jetzt, um weitere wertvolle Einsichten zu erhalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Dunkle Psychologie.